Februar. Es ist doch klar abgesprochen. Leute, ich gut in Stuttgart angekommen, haben uns gerade gestärkt. Wir links aus. Stehen jetzt hier. Komm, Lucy. Da, hier ist der Macher von allem. Schönen guten Tag. Wie sieht's aus? Alles klar? Geht's euch gut? Gute. Ja, so weit, so gut. Hi. Lucy hat das alles erfunden hier mit uns. Der hat uns groß gemacht. Ich habe euch groß gemacht. Ja, da wollen wir. Das ist richtig. Okay, Play. Das K-Team ist gut angekommen in Stuttgart. Wir sind heute hier, weil unsere VfB Streetwear-Kollektion, die ihr hier im Hintergrund schon seht, wird gerade noch fleißig dekoriert, heute Abend gelauncht wird, und zwar exklusiv im Suchowka mit 250 geladenen Gästen aus dem VfB-Netzwerk, Wirtschaftsgrößen, Geschäftsführer von Porsche, Bräuninger, Kärcher, um nur einige zu nennen. Dazu VfB-Legenden Timo Hildebrand, Kevin Kurani, alles was Rang und Namen hat, da dürfen wir natürlich nicht fehlen. Wir schauen jetzt gleich nochmal in die Jeanshalle rein und dann sind wir bereit für heute Abend. Furchtlos und treu, hier geht's ab. Seit 1893 stehen wir für Qualität. Wir haben ja nicht nur unsere VfB-Ecke mit unserer Kleinigkeit, sondern wir sind auch dick und fett hier in der Jeanshalle vertreten. Komm, wir laufen jetzt mal los. Ich zeige euch jetzt erstmal die Männerabteilung und dann gehen wir nochmal hoch in die Frauenabteilung. Aber ihr werdet begeistert sein, wie sehr wir vertreten sind hier. Also komm mit. So, wir sind direkt auf unserer Fläche hier. Guckt euch mal an. Hier mit Tobias Schimmelbauer, der immer frisch und fruchtig jeden Morgen das hier vorbereitet, damit ihr eine große Riesenfläche habt. Es sieht wunderschön aus. Von Jacken, Jogginghosen, Anzüge, alles was wir haben, findet ihr auf der Riesenfläche hier. Guckt's mal an. Die schönsten Strickpullover überhaupt. Ich mach mal hier alles unordentlich. Also, kommt vorbei, Jeanshalle. Immer eine Reise wert. So, komm mal ran hier. Also, wir haben jetzt hier die wunderschönen, feinen Mädels. Die Frauenabteilung. Am besten laufen wir mal hier rum. Hier rum. Komm hier rum. Also, mit einer wunderschönen Rückwand. Von Blazer. Über wunderschöne Hosen. Strickpullover. Die Wollmer. Wer liebt sie nicht? Also, wir sind am Start. Wir machen uns jetzt los, wir müssen einchecken. Wir müssen einchecken ins Hotel, weil gleich geht's zur Party und dann wird's, glaube ich, feuchtfröhlich. Also, Abfahrt. So, wir sind endlich da angekommen, wo wir hingehören. Schimmel, auf dem roten Teppich. Wir haben heute unser Launch-Event, unser Release mit dem VfB Stuttgart. Wir stehen direkt vorm Suprovka, haben jetzt noch die letzten Vorbereitungen. Schimmel, was ist denn noch zu tun? Was findet hier statt? Ja, also in einer Stunde kommen die Stars in Sternchen. Hier gibt's oben einen Sektempfang. Unten laufen die Vorbereitungen auch noch auf Hochtouren. Wir zeigen euch jetzt mal unten, wie es aussieht. So, 18:31 Uhr. Es kann losgehen, wie ihr seht hinter uns. Die ersten Gäste sind schon da. Roter Teppich ist ausgerollt. Fotowall, Pressewall ist da. Die ersten Gäste sind da. Wir haben eben die letzten Proben gesehen. Schimmel, uns erwarten einen überragenden Abend, oder? Ja, wir haben beim Aufbauen schon ein Bier getrunken, muss ich zugeben, und Soundcheck gemacht. Also da wird es richtig, richtig heiß heute. Wir sind heiß. Ich habe nichts für den Es steht nichts im Wege für einen überragenden Abend. Auf keinen Fall, auf keinen Fall. Seid gespannt, was noch kommt. Schön, dass ihr da seid, liebe Fußballfans, liebe Partner, liebe Sponsoren, liebe Freunde des VfB Stuttgart, so ein paar VfB-Legenden, ehemalige Spieler habe ich auch schon gesehen. Und vor allem heute mit einer richtig schönen Mischung, wir sehen es da schon, Kleinigkeit, das ist der Name des Labels. Macht immer riesig Spaß, mit euch zusammenzuarbeiten und richtig coole Sachen zu machen. Ist ja jetzt schon die zweite Kollektion, die wir machen, und ist, glaube ich, nochmal besser geworden und noch cooler geworden.
Und da herzlichen Dank für die ganze Zusammenarbeit. Ich freue mich unglaublich dann auf alles Weitere, was dann noch kommt. Steffen meinte ganz oft, die Leidenschaft und Euphorie und überhaupt. Das sind alles so diese Worte, die kenne ich eigentlich so nur aus dem VfB-Kontext. Also das passt schon ganz gut zusammen alles. Ja, man kann durchaus sagen, dass es ein Perfect Match ist. Ja, herzlich willkommen erstmal. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Und dann haben wir natürlich über den Profibereich mit der Ausstattung der ersten Mannschaft haben wir quasi mit unserer feinen Linie den feinen Fußball hier wieder nach Stuttgart gebracht und bis in die Champions League geführt. Also. Nee, aber Spaß beiseite, es hat tatsächlich mit einem Rufen und einem lecken Gin Tonic beim Abendessen angefangen. Bis über Erwin, mit dem wir dann mal live ins Stadion durften und haben dann einfach gemerkt, wie viel Power, Impact der VfB einfach für die Stadt hat, für die ganze Region und haben gemerkt, okay, das ist genau das, was wir lieben, was wir mögen. Wir sind jetzt mega happy, dass wir eigentlich diesen gesamten Verein kennenlernen dürfen, unterstützen dürfen und sorgen natürlich jetzt auch für keine Probleme in der Kurve. Also vielen herzlichen Dank euch nochmal. Zum ersten Mal die Kollektion für alle Gäste, für alle Sponsoren, für alle, die so da sind. Ein paar Prominente sind auch da. Und genau, wir gehen jetzt mal runter. Ihr seht die Kollektion und dann heißt es eigentlich nur noch Party Hard. Rum. Wir haben die Kollektion vorgestellt, Saxophonist war da, die Models überragenden Job gemacht. Ich glaube, die Kollektion wurde von allen Gästen auch gefeiert. Wie ihr seht, hinter uns sogar Sky ist am Start. Timo Hildebrand und Kevin Kurani haben ein Interview gegeben. Das heißt, die Prominenz auch vertreten. Der offizielle Teil ist jetzt durch. Wir freuen uns noch auf einen überragenden Abend. Ich denke, ihr werdet den einen oder anderen Ausschnitt noch sehen. Und ansonsten holt euch die Kollektion beim VfB, bei der Jeanshalle und genießt den Abend. Hallo Finn, hi, ich würde dir gerne was sagen. Man könnte ja schon mal behind the scenes jetzt oben was filmen und später machen wir dann nochmal ein Reel, wenn alles schön ist. Okay, Arbeitsauftrag.